Hallo, ich entpacke mal wieder was. Wie man sieht, sitze ich heute ein bisschen anders als üblich. Ich habe die bestmögliche Kameraperspektive, um mein fantastisches Kien in Szene zu setzen. Den Bauch sieht man vielleicht nicht ganz so gut, der ist auch ein bisschen mehr, wie er sein sollte. Aber gut, Winterspeck muss halt sein, ne? Gut, also ich entpacke was. Ein Paket, das ist, wie man sieht, hier Amazon. Moment. Amazon. Ja, dann wollen wir doch mal. Ja, hier. Also, da hier so. Und ich habe tolle, man sieht ganz toll, wie sich mein iPad, mit dem ich hier aufnehme, in meiner Brille spiegelt, weil ich ja hier künstliche Beleuchtung brauche, weil es schon so spät ist. Ach, die Tücken der Technik und der Brillen. Aber gut, was soll's. Ja, hier aufgerissen. Ach, gut, aufgemacht. Ups, und ganz viele Filme. Filme. Kann ich hier verraten? Steht hier oben drüber wahrscheinlich. Gut, dann wollen wir mal. Bei Amazon gab es dieses Wochenende wieder mal, also das Wochenende, an dem ich bestellt habe. Das wird gewesen sein, wenn dieses Video veröffentlicht, vor 1,5 Wochen ungefähr. Mal schauen. Da gab es halt billige Blu-rays und ich habe halt wieder ein paar zusammen bestellt, die ich entweder noch nicht hatte, die ich nochmal aus verschiedenen Gründen wollte oder auf die ich eh schon länger gewartet habe. Gut, gehen wir mal durch. Ich ziehe jetzt blind raus und sage zu jeder irgendwas Kluges und hoffentlich spiegelt sich's nicht zu sehr. Was habe ich denn hier? Oh, gut. Der Marsianer. Rettet Mark Watney. Ich habe diese deutschen Untertitel so dick. Der Film war toll. Ich hatte ihn noch nicht. Jetzt gab es ihn halt mal richtig solide billig. Immer noch nicht super billig, aber solide billig. Jetzt habe ich ihn und ich freue mich drüber. Also ich habe ihn doppelt bestellt, weil ich zu blöd bin, dann würde ich mich ärgern. Aber glaube ich jetzt nicht. Okay, was habe ich denn hier? Oh. Ah. Gleiches. Die Peanuts. Mei, wie ich jung war, kamen Peanuts viel im Fernsehen. Heute kommen sie vielleicht immer noch so Weihnachten rum, glaube ich. Oder ja, jetzt Halloween ist doch auch immer die Folge, glaube ich. Mit dem Kürbismonster, irgendwas. Oh Gott, es ist lang her. Ja, ich habe ihn im Kino nicht gesehen und jetzt gibt es die Blu-ray halt für einen zivilen Preis. Auch das wieder. Und das werde ich mir mal anschauen. Mal schauen, was ich davon halte. Die Trailer habe ich ja damals gesehen. Vor einem halben, dreiviertel Jahr oder wann auch immer. Wahrscheinlich ein bisschen mehr jetzt sogar schon. Diese Art der Animation fand ich ein bisschen merkwürdig, die natürlich die Zeichentricksachen ein bisschen wiedergeben soll, sag ich mal. Mal schauen, wie der ganze Film so ist. Ich habe keinen Schimmer, ich bin gespannt. So. Oh. Ja, ich glaube, wer das nicht versteht, der ist zu jung oder doof. Eins von beiden. Natürlich, das letzte Einhorn muss man einfach haben. Es gibt eine 3D-Version davon, die auch nur ein bisschen mehr gekostet hätte, aber 3D an sich, dann noch von einem uralten Zeichentrickfilm, der ist ja im Moment, lass mich nicht lügen, Anfang der 80er oder vielleicht noch älter, das sehe ich hier gerade nicht. Jedenfalls wirklich alt, aber ganz toll und überhaupt, das ist halt so Pflichtprogramm. Deswegen habe ich ihn jetzt auch endlich. Skandalöserweise hatte ich ihn bisher noch nicht, jetzt schon. Gut. Westworld. Also der Film, auf dem die jetzige HBO-Serie basiert, die übrigens ganz fantastisch großartig ist. Ja, ich bin jede Folge begeistert. Der Film ist, ich habe ihn mal gesehen vor langer, langer Zeit. Ich weiß, dass er nicht so toll ist wie die Serie, aber ich wollte ihn eh mal wieder anschauen. Und wenn ich es richtig im Kopf habe, ist das ja auch vernünftig überarbeitet, eine neue Auflage, wenn ich hier so drauf schaue. Hat zumindest der englische Tonspur eine 5.1 Master Audio HD DTS genügt. Deutsch ist 1.0. Haben wir eine sexy Original Mono. Wollte ich. Future World hätte es auch billig gegeben, den Nachfolger, den quasi Nachfolger. Der ist aber wohl noch die alte Version und die ist wohl richtig schlecht und ja, muss dann nicht sein. Oh, die TV-Pilot-Episode der damaligen TV-Serie, die drei Folgen, glaube ich, durchgehalten hat. Nö, finde ich cool. Freue mich drauf. So, dann weiß ich natürlich, was das hier ist. Yes. Der Big Lebowski. Den habe ich skandalöserweise bis heute nicht gesehen. Das muss ich nachholen. Und Ken hat gemeint, ich sollte ihn anschauen. Er kennt ihn ausnahmsweise mal, also ausnahmsweise mal einen Film, der älter als 10 Jahre ist, und Ken kennt ihn. Man soll es ja kaum glauben. Ja, habe ich dann jetzt mal endlich mal bestellt und werde ich jetzt dann mal irgendwann anschauen und dann werden wir das sicher mal in der Wochenschau abhandeln. Klar, das bin ich auch mal am gucken. Wir werden sehen. Wenn Sie übrigens im Hintergrund gehört haben sollte, da hat sich jemand gewundert, was hier gerade los ist und hat reingeschaut. Egal. Und eine Box. Selten noch ein ziviles hier. Die Jim Carrey Collection.
Und zwar, wie man hier lesen kann, die Maske. Maske war ein großer Film, auch der erste Film von Cameron Diaz. Den finde ich immer noch gut. Dumm und Dümmer, kann ich mich wagen, dass ich ihn stinkdoof finde. Ich kenne Leute, die finden ihn brillant, also vielleicht probiere ich es dann doch nochmal. Und bei der Ace Ventura, die glaube ich auch nicht die Welt waren, aber kann ich auch mal wieder anschauen. Wahrscheinlich kennen sie auch wieder nicht und dann können wir sie ja auch zweit verwerten. Ja, war es dann schon. Also, was habe ich kombiniert? Zahlt für die 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, unter 40 Euro, glaube ich. Und wenn man natürlich jetzt überlegt, Jim Carrey sind 4 Filme, da waren es jetzt hier also 9 Filme. Ja, unter 40 Euro stimmt wahrscheinlich nicht, oder? Ja, stimmt sicher nicht. Aber es ist auf jeden Fall günstiger und günstiger, wie man es einfach im Kino kriegen kann. Und ja, mal schauen. Ich hoffe, dass ich sie auch wirklich in meinen Lebzeiten nochmal anschaue. Zumindest die, die ich noch gar nicht gesehen habe, da habe ich es definitiv vor und den Rest schauen wir halt mal. Gut, damit ein tolles Unpack-Video wieder mal von mir gebracht. Das erste, das ihr zu sehen kriegt in der neuen 2.0-Ära. Es gibt noch ein älteres, wo ich jemand versprochen habe, dass es noch kommt. Das kommt definitiv noch, aber noch nicht gleich. Aber das wird. Und ja, deswegen bis zur nächsten Wochenschau oder zum nächsten Video, wie auch immer. Tschüss.